Willkommen zurück bei Skyrim, nachdem wir einen Haufen Asche besiegt haben. Schauen wir mal, was wir jetzt hier so noch machen können. Hier haben wir mal einen Schmiede. Achso. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen? Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke geklaut. Warum all die Aufregung um eine einfache Spitzhacke? Nein, nein, nein. Es ist nicht nur einfach irgendeine Spitzhacke. Ich spreche von einer alten Nordspitzhacke. Nun, die Dinger wachsen nicht gerade auf Bäumen. Könnt ihr nicht einfach die Wache nach Kritze suchen lassen? Um solche Dinge kümmere ich mich lieber selbst. Hört zu. Wenn ihr Crescius seht, dann sagt ihm, er soll mir die Spitzhacke zurückgeben. Es soll euer Schaden nicht sein. Mir ist das Schattenzeichen an eurer Tür aufgefallen. Sieh an. Es ist lange her, seit ein Mitglied der Gilde sich nach hier draußen bemüht hat. Also sagt mir, wie geht es meinem Bruder Delvin? Oh. Versucht er immer noch jeden Abend in der zersplitterten Flasche das Herz von Vex zu erobern? Es geht ihm gut. Das höre ich gern. Der verdammte Rumtreiber schafft es nicht einmal, seinem eigenen Fleisch und Blut einen Brief über sein Wohlbefinden zu schicken. Kann man sich das vorstellen? Aber egal. Ich nehme an, ihr sucht Arbeit. Nun, ich habe schlechte Neuigkeiten. Dieser Ort ist trockener als ein verdammter Knochen. Ihr wollt wohl unbedingt Gold verdienen, wie? So lobe ich mir das. Hört zu. Die Gilde hat hier draußen ein Problem, das ich seit Jahren zu lösen versuche. Doch bislang erfolglos. Die Diebesgilde hat hier draußen ein Problem. Schaut mich nicht so an. Ich bin ganz alleine hier draußen, völlig ohne Rückendeckung. Und außerdem ist es in Wahrheit mein Problem. Ich bin dafür verantwortlich. Vor 2 Wochen stand ein Bretone namens Esmond Thüne vor meiner Tür. Er hat wie ihr die Schattenzeichen bemerkt. Und ich dachte, er sei einer von uns. Das hat er. Direkt vor meiner Nase. Könnt ihr das glauben? Es geht um meine Rezeptur für verbesserte Knochenrüstung. Ich brauchte Jahre, um sie zu perfektionieren. Nun, bevor er weglief, faselte er wirr darüber, Hehlerware an die Rieglinge bei Burg Karstark verkaufen zu wollen. Ich habe ihm gesagt, dass es Wahnsinn ist, über ein Gespräch mit diesen fiesen kleinen Kerlen auch nur nachzudenken. Aber er wollte nicht hören. Ich würde einen fetten Beutel Gold verwetten, dass er entweder tot ist oder sich dort oben versteckt. Tut das und ich werde dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Na gut. Aber Crescius, er gibt mir die Spitzhacke besser zurück, sonst. Die Spitzhacke, das ist wahrscheinlich die, die ihr schon gesagt hattet, dass ich die besser hätte mitnehmen sollen. Wartet mal. Ich erinnere mich da dunkel an was, in einer Spitzhacke, die ich liegen gelassen hatte und ich glaube, dabei habe ich noch gesagt, das war wahrscheinlich wieder ein Fehler. Ja. Egal. Ist ja wohl nicht ganz so weit weg, dann können wir die auch einfach eben holen. Wenn er irgendwann mal fertig geladen hat, natürlich nur. Sonst hängen wir jetzt noch stundenlang in dem Ladebildschirm rum und und kommen nicht weiter so. Tja. Wie lange kann man brauchen, um so eine Mine zu laden? Hallo? Na also geht doch.
Edo Spitzhackendieb, rück die... Verdammt, Frau, lasst mich! Kreskios, bei eurem letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Ich will meine letzten Tage nicht als Witwe verbringen. Und ich sage, ich werde tun, was in meiner Macht steht, um die Überreste meines Urgroßvaters zu finden. Er ist da unten, ich kann es spüren. Das war vor fast 2 Jahrhunderten. Gut möglich, dass gar nichts mehr da ist. Lasst mich gehen, Weib! Kreskios, ihr seid ein alter Dummkopf, der schnurstracks in sein Verderben rennt. Und jetzt kommen noch wir. Hallo. Und wer zum Henker seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Beschäftigt und womit? Was geht euch das an? Ich kenne euch doch nicht einmal. Vielleicht kann ich ja helfen. Wir stellen nur ein paar Nachforschungen an. Für einen alten Mann ist es hier draußen sehr gefährlich. Vielleicht. Es fällt mir in letzter Zeit schwer, jemandem zu vertrauen. Alle halten mich für verrückt. Aber ich sage euch, es gibt in diesen Minen ein Geheimnis, das Rabenfels zu neuem Ansehen verhelfen würde. Upala, und welche Art von Geheimnis sollen hier unten verborgen sein? Ein Geheimnis, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor 2 Jahrhunderten unter den Teppich gekehrt hat. Es hat meinen Großvater getötet und Rabenfels mit einer wertlosen Unglücksmine zurückgelassen. Wer war euer Großvater? Gratian Cerellius. Er hat sein ganzes Leben lang die alten Ruinen von Tamriel erforscht. Er starb vor fast 200 Jahren in diesen Minen. Die ostkaiserliche Handelsgesellschaft sprach von einem furchtbaren Unglück. Er soll bei einem Steinschlag ums Leben gekommen sein, aber ich kenne die Wahrheit. Beim Hausputz sind meine Frau und ich auf eine verschlossene alte Truhe mit einigen Besitztümern meines Urgroßvaters gestoßen. Ich habe einen nicht abgeschickten Brief gefunden, adressiert an die ostkaiserliche Handelsgesellschaft, und einen Schlüssel. Es geht um eine Entdeckung, die einige der Bergleute in der Mine gemacht haben. Sie wollten, dass Gratian sie sich genauer ansieht. Es muss sehr wertvoll für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft gewesen sein, denn sie haben diesen Teil der Mine komplett abgeriegelt. Ja, zumindest vermute ich das. Ich habe den Eingang noch nicht gefunden. Endlich! Endlich glaubt mir jemand! Glaubt mir! Dort unten liegt etwas Großes. Etwas, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor uns allen verbergen wollte. Nun, meine Frau sagt immer, ich sei zu alt, um in der Mine herumzuschnüffeln. Die Zeit ist mein Gegner. Mein Alter hat mich eingeholt, bevor ich die Antworten finden konnte, nach denen ich suche. Ja, ich will wissen, was mit Gratian geschehen ist. Und was die ostkaiserliche Handelsgesellschaft uns allen verheimlicht. Gratian hat seine Entdeckung in einem Notizbuch festgehalten. Wenn ihr seine Überreste findet, sollte uns das weiterbringen. Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich, damit ich meinen verlorenen Respekt wiederfinden kann. Tja, es war wohl nichts mit dem Schlüssel. Der alte Dummkopf hat sie doch gar nicht verdient. Die Spitzhacke ist ein Werkzeug für Bergleute, kein Verkaufsobjekt. Vermutlich hat er sie sowieso den Skal gestohlen. Na schön, hier. Hoffentlich fällt ihm das Ding auf den Fuß. Könnt ihr ihm gerne ausrichten. Nehmt euch da unten in Acht. Die Mine kann heimtückisch sein. Naja, gut, dann bringen wir jetzt erstmal die Spitzhacke zurück. Und dann schauen wir mal in der Mine vorbei, würde ich meinen. Es brauchte wieder so lange, um zu... Nicht aufregen. Nicht. Oh Mann. Hey, wenigstens mal ein Bild. Oh,
Da draußen geht's schneller, ist klar, ne? Weil es hier draußen auch viel kleiner ist, was man laden muss, als die kleine blöde. Entschuldigung. Habt ihr meine Spitzhacke schon? Immer mit der Ruhe. Ihr habt den alten Crescius also endlich gefunden, wie? Merkwürdiger Kerl, nicht wahr? Wisst ihr was? Da ihr euch deswegen so viele Umstände gemacht habt, behaltet sie einfach. Ich wollte den alten Knacker nur daran erinnern, dass man den Leuten nicht einfach die Sachen klauen kann. Ihr habt die Sachen überbracht, damit bin ich schon sehr zufrieden. Die Spitzhacke hat mir all die Jahre nichts gebracht. Vielleicht könnt ihr ja etwas damit anfangen. Cool, danke. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich gebe euch Deckung. Ich repariere sie euch. Ihr geht vor, ich folge. Er repariert sie uns? Lova Mallory heiße ich. Wenn ihr einen Schmied sucht, habt ihr einen der besten gefunden. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Schauen wir einfach mal, ich werde wahrscheinlich eh nichts kaufen. Außer er hat jetzt eine wunderbare Waffe, aber... Sieht jetzt nicht danach aus, ne? Oder? Ne? Oh, der hat ja ganz viel. Aber... Was ist das denn? So ein Kolben, den können... Wie viel kostet der? Sollen wir den einfach mal mitnehmen? Ist das überhaupt... Ist das ein Einhänder oder... Ah, ich das jetzt wüsste. Steht da nicht so. Ich überleg's mir. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Jetzt erstmal unser Tagebuch. Wir haben auch wieder einiges, was wir machen können. Ja, schaut mal, einmal Feuersalz haben wir. Ein Dedrazahn. Das könnten wir auch machen, egal. Machen wir erstmal den hier. So, dazu müssen wir nach... Ach, wieder da rein. Wieder da... Och Leute. Jetzt braucht ihr mir so lange zu laden. Naja. Dann trinke ich in der Zwischenzeit mal irgendwas. So. Wurde der Hals ganz trocken. Wo kann man da nicht weiterreden? Es geht ja nicht. Ist aber schon irgendwie merkwürdig, dass der für diese kleine Mine so viel länger braucht als für die große Stadt. Aber wer weiß, vielleicht ist die Mine ja doch nicht so klein, wie ich gerade denke. Wer weiß, was wir da halt finden. Wir können ja gleich mal gucken, was für Werte die Spitzhacke hat, die wir ein Geschenk gekriegt haben. Ja. Ja, na also. Das sieht auch aus. Objekte. Wo sind die Spitzhacke? Wir dürfen die Spitzhacke. Hä?
keine Spitzhacke. Er hat doch gesagt, wir dürfen die behalten. Ich verstehe es gar nicht, aber naja. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Huch. So, schauen wir mal. Was war das? Boah. Erschreckt mich doch nicht so, ihr Scheißviecher. Mann. Wie man hier sieht, sieht man nicht viel. Sag mal. Hier ist auch nichts. Ne, gut. Gehen wir hier runter, gehen wir wieder hier raus. Gehen hier weiter. Wir gehen Richtung Licht. Das könnte hier so passen, wa? War klar, dass ihr auch wieder mitspielen wollt. Die Lydia fasst nichts aus, ey. Das war echt nicht normal. Die ist genau auf demselben Level wie wir, das weiß ich zufällig. Und die ist fast schon. Ey, hallo? Da stimmt doch irgendwas nicht. Auf wo du hinläufst. Schrei uns hier nicht so an. Blöder. Hier ist weiter. Du hast mal gar nichts zu melden hier, hallo? Also. Huch. Einfach hier rumschreien. Steht einer von euch auch noch auf? Nö.
Jetzt doch, hä? Jetzt doch. Leute. Schädel gespalten, würde ich dazu mal meinen. Ja, wenn du so ein Ding auf den Schädel kriegst, aber gute Nacht. Hallo? Meine Güte, das war aber... Ups. Schon ein bisschen härter hier. So, ich würde mal sagen, wir gehen hier durch die Tür. Okay, aber bevor wir das machen, heilen wir uns erstmal. Dann, Freunde, beende ich jetzt den Part hier. Es tut mir leid, aber muss leider sein. Ich sage erstmal wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder, wenn wir diesen Verrückten da... Nein, sein Uropa so finden. Egal. Bis dann, Freunde, und ciao.